Gerhard Aigner mit dem WRC. Nur ein bisschen Einstellungsphase, Gewöhnungsphase. Ich meine, die Umstellung ist ja nicht ohne, oder? Ja, es ist natürlich, ich meine, mehr geht nicht fahrzeugmäßig. Aber ich muss sagen, jetzt ist es schon so, dass ich mich eigentlich sicher fühle. Jetzt macht es schon Spaß. Am Anfang war 100% Angstschweiß, jetzt ist 50% Angstschweiß und 50% Arbeitsschweiß, würde ich mal sagen. Okay, also es dauert ein bisschen, bis dass man so ein Auto kennenlernt. Und so viel bist du nicht zum Fahren gekommen, außer wirklich nur bei den Sonderprüfungen oder Testen oder sowas, wird da nicht wahnsinnig viel gewesen sein. Nein, wir haben gar nicht Test. Also wir haben im Rebenland den Shakedown genutzt, da bin ich das erste Mal drin gesessen. Und ja, das ist der Test gewesen. Eigentlich fährt sich das Auto leicht, aber mit Schnee fahren, das ist dann schwierig. So was Ähnliches habe ich schon gehört, dass es zum Fahren eigentlich ganz gut geht, aber eben, dass man dann alles rausholt, das ist dann schon noch, ist ein bisschen eine Mentalsache auch, oder? Ja, ist sicher eine Mentalsache. Es ist, das Auto reagiert viel schneller auf alle Impulse, die man ihm setzt. Das ist man nicht gewohnt von Gruppe N oder R4 Auto. Da lenkt man mal ein bisschen, dann rührt sich das Auto und dann macht es mal Kurven und da geht es ganz direkt. Aber generell macht es Spaß und sag jetzt mal den Gesichtsausdruck entnehmend, passt soweit. Ja, es macht riesig Spaß. Ich muss schauen, dass ich jetzt noch irgendwo Sponsoren herkriege, dass ich vielleicht noch mal fahren kann mit dem Ding. Jetzt fangen sie an eigentlich, dass man Renntempo fährt. Okay, viel Spaß noch und alles Gute, gell? Schauen wir, was rauskommt. Jawohl, danke.